Malerisch im Eschbachtal bei Remscheid liegt die Feilenfabrik Elis. Die Anlage mit Familienvilla und Betriebsgebäuden für die Feilenproduktion ist weitgehend in den Jahrzehnten zwischen 1830 und 1900 entstanden. Die Fabrik bietet einen authentischen Einblick in die mechanisierte Feilenfertigung auf dem technischen Stand des frühen 20. Jahrhunderts. Feilen entstehen aus hochwertigem Werkzeugstahl in zahlreichen Fertigungsstufen. Zunächst erfolgt das Schneiden des Rohmaterials. Das sind Stahlruten, die in Längen zwischen 2 Metern und 3,50 Meter bezogen werden. Juan Molano Bote, einer der 5 Mitarbeiter in der Feilenproduktion, führt die Stahlruten in die Spaltpresse ein. Diese schneidet das Rohmaterial in jeweils gleich lange Stücke. Hier sollen Flachfeilen bearbeitet werden, wie an der Querschnittsform der Stahlstücke ersichtlich ist. Deren Form entspricht dem Profil der zu fertigenden Feile. An einer Presse wird die sogenannte Schulter ausgestanzt, gelocht, wie die Feilenhauer sagen, um die Angel schmieden zu können. Angel bezeichnet das keilförmig zulaufende Ende der Feile. Auf diese Angel wird zum Schluss der Griff aus Holz oder Kunststoff gesteckt und befestigt. Die gelochten Spaltstücke bearbeitet nun der gelernte Feilenschmied Friedel Steinkämper am Schmiedehammer. Die Rohlinge werden im Schmiedeofen auf die übliche Schmiedetemperatur von 950 bis 1000 Grad erhitzt. Das Schmieden ist eine besonders qualifizierte Arbeit. Es ist Arbeiten mit Gefühl, wie der Firmenchef Horst Elis betont. Eine Kunst, die einer können muss. Nach dem Schmieden wurden die Rohlinge zunächst in einem Glühofen weich geglüht. Das heißt bei einer Temperatur von ca. 780 Grad Celsius 4 Stunden erhitzt. Anschließend ließ man sie langsam erkalten, um die erforderliche Materialstruktur zu gewinnen. Jetzt muss der Arbeiter die Form, die sich bei diesem Weichglühen leicht verzogen haben kann, kontrollieren und eventuell mit einem Handhauhammer richten. Schleifen des Feilenrohlings in der Schleifmaschine. Dabei wird der Zunder entfernt, der sich beim Schmieden auf der Oberfläche des Rohlings abgelagert hat. Die Maschine ist eine Eigenkonstruktion der Firma Elis, wie auch die Schmirgelmaschine des nächsten Arbeitsgangs. Anna Katic bedient die Schmirgelmaschine für Flachfeilen. Hier werden die Feilenrohlinge auf einem Förderband in Längsrichtung unter einem rotierenden Schmirgelstein hindurchgeführt. Das Schmirgeln dient dazu, für das spätere Anbringen des Hiebs eine matte Oberfläche der Werkstücke zu erhalten. Wenden wir uns nun der Bearbeitung von Halbrundfeilen zu. Halbrundfeilen laufen leicht spitz zu. Friedel Steinkämper schmiedet an einem Hammer mit beweglichen Schwenkamboss die Spitze aus. Er bringt sie im Gesenk des Ambosses in Form. Feilen werden nach der Form ihres Querschnitts unterschieden. Für den unterschiedlichen Einsatz gibt es eine Vielzahl von Formen. Die gängigsten sind Flach-, Halbrund-, Rund-, Dreikant- und Vierkantfeilen. An der Schleifmaschine wurden Standardfeilen bearbeitet. Für andere Feilensorten wird der große Nassschleifstein, genannt Kniestein, benutzt. Beim Nassschleifen schützt sich der Arbeiter mit Decken und Knieschutz besonders vor Feuchtigkeit, die unter anderem zu rheumatischen Beschwerden führen kann. Noch schädlicher war früher das Arbeiten am Naturstein, welches die Staublungenerkrankung Silikose hervorrief. Heute sind Kunststeine vorgeschrieben. In der Feilenfabrik Elis wird der Stein von einem Elektromotor angetrieben, dessen Strom zum Zeitpunkt der Filmaufnahmen von Wasserturbine und nach geschaltetem Generator erzeugt wurde. Vor dem Schleifen einsetzen der Feile in ein sogenanntes Schleifholz. Je nach Feilensorte wird das jeweils passende Schleifholz benutzt.
Die Halbrundfeilen werden nun an der Maschine geschmirgelt. Im Inneren sorgen kreuzweise angeordnete Schleifbänder für die gewünschte matte Oberfläche. Feilen finden in vielen Branchen wie Maschinen-, Werkzeug- oder Modellbau, Feinmechanik- und Schmuckwarenindustrie, aber auch bei der Körperpflege Verwendung. Man denke nur an die Nagelfeilen. Sie können zum Schärfen oder zum Entgraten nahezu aller Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff genutzt werden. Die Feilenfabrik wird in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Peter Elis gründete um 1830 den Hammer zur Produktion von Raffinierstahl. Später nahm er zusätzlich die Feilenherstellung auf. Sein Sohn Ernst konzentrierte die Firmenproduktion ganz auf die mechanisierte Feilenherstellung. Walter Elis lenkte das Firmengeschick durch Kriegs- und Nachkriegszeit. Nach seinem Tod 1951 führte Tochter Irmgard die Feilenfabrik. Seit Ende der 50er Jahre gemeinsam mit ihrem Bruder Horst. Der heutige Firmenchef über die wechselvolle wirtschaftliche Lage. Die Feilenindustrie war immer eine sehr problematische Industrie von der Wirtschaftlichkeit her gesehen, weil es auch enorm viel Konkurrenz gab. Hier im Remscheider Raum waren weit über 100 Firmen, die Feilen herstellten. Und man hat nach dem Krieg extrem viel exportiert ins Ausland, und also riesige Mengen. Und dann ist die Koreakrise gekommen, da ist der ganze Auslandssache ausgefallen. Danach hat die Firma neben dem marktüblichen auf Lager gehaltenen Feilenangebot eine Marktnische im Bereich von Spezialfeilen und Raspeln für Steinmetze, Karosseriebauer oder zur Tierpflege gefunden. Nicht mehr das Normalprogramm, das läuft so am Rande mit, aber wir machen Spezialsorten nach Kundenanfrage, nach Zeichnungen. Manchmal in ganz kleinen Stückzahlen, manchmal auch in großen Stückzahlen, an alles, was etwas aus dem Rahmen fällt, was andere Firmen überhaupt nicht mehr herstellen können, zumal es auch hier in Deutschland überhaupt keine Feilenfabriken praktisch mehr gibt. Zurück zum Werdegang einer Flachfeile. Anna Katic schmiert die Feilenrohlinge vor dem anschließenden Hiebhauen ein. Diese Arbeit wurde auch früher schon von Frauen ausgeführt. Beim Anschmieren trägt die Arbeiterin auf die obere, zuerst zu hauende Seite des Feilenrohlings Raps- oder Rüböl auf. Die Unterseite wird danach eingekreidet, damit das Werkstück während des Hauens nicht verrutscht. Als Hieb bezeichnet der Feilenhauer die linienförmige Anordnung der Zähne auf dem Feilenblatt. Der Hieb verläuft schräg zur Feilenachse, damit die Späne des gefeilten Materials abfließen können. An der Haumaschine sitzt der gelernte Feilenhauer Arno Weber. Er haut die Zähne in das Feilenblatt ein, das dabei automatisch unter dem Haumeißel hindurchgeführt wird. Eine besondere Vorrichtung an der Maschine, der sogenannte Drücker, hält die Feile im Bett des Transportschlittens fest. Auf diese Weise wird ein Hochspringen der Feile während des Hauens verhindert. Nach der Hiebart unterscheidet der Feilenhauer Einhieb, Kreuzhieb oder Raspelhieb. Beim Einhieb verlaufen die Linien der Zähne parallel zueinander. Hier haut Arno Weber einen Kreuzhieb. Nachdem er den sogenannten Unterhieb angebracht hat, werden die Einkerbungen in einem spitzen Winkel zum Unterhieb eingehauen. Wenn eine Seite fertig ist, wird auch die untere eingeölt und anschließend gehauen. Weber haut jetzt eine Vierkantfeile. Um die verschiedenen Feilensorten zu bearbeiten, verfügt die Firma Elis über eine Vielzahl von Haumaschinen.
Bei konstanter Schlagzahl der Maschine bestimmt die Geschwindigkeit des Transportschlittens die Hiebzahl. Das ist die Anzahl der Hiebe pro Zentimeter in Längsrichtung der Pfeile. Die jeweils gewünschte Geschwindigkeit wird durch auswechselbare Riemenscheiben an der Haumaschine eingestellt. Nach dem Hauen sind alle Feilen mit einem weichen Hammer gerichtet worden. Nun legt der Feilenhauer durch Stüppen, das heißt auf Länge schneiden und abschleifen, die genaue Länge der Feile fest. Auf die jetzt fast fertige Feile bringt der Firmenchef per Hand oder hier an der Prägemaschine die Fabrikmarke der Firma Elis auf. Je nach Wunsch des Kunden wird auch dessen Verkaufsmarke aufgestempelt. Das anschließende Härten geschieht bei der Firma Elis auf eine besondere Art. Die Feilen kommen in ein Salzbad, dessen Temperatur je nach Stahlsorte zwischen 770 und 790 Grad beträgt. Der Arbeiter führt die Feilen in Zangen mit der Spitze nach unten in das Härtebad ein. Beim Härten erhält der Stahl ein festes Gefüge. Das Material soll an der Oberfläche hart werden und im Kern zäh bleiben. Da sich die Feilen beim Härten erneut verziehen können, werden sie in zwei Gängen im Wasserbad abgeschreckt. Nach dem ersten Gang werden sie kontrolliert und gegebenenfalls mit einem Holzhammer nachgerichtet. Nach dem Abschrecken gelangen die Feilen zur Reinigung in ein zweites Wasserbecken. Das Härten war immer ein gehütetes Betriebsgeheimnis. Dabei hatte jeder Feilenhauer sein Spezialrezept. Zum Beispiel bestrich man die Feilen vor dem Erhitzen mit einer Paste, als deren Hauptbestandteil seit dem Hochmittelalter Ochsenhorn und Salz, daneben Ruß, Kohle, Klauenmehl, Leim und andere Stoffe bekannt sind. Zur Geschichte der Feilenhauerei. Erstmals ist ein Feilenhauer 1378 in Frankfurt erwähnt. Seit 1494 wird der Beruf häufig in Nürnberg genannt, später auch in Leipzig, Augsburg oder Köln. In Remscheid ist das Feilenhauerhandwerk seit dem 18. Jahrhundert nachgewiesen. Rasch entwickelte sich das Bergische Land zum überragenden Standort Deutschlands. Seit etwa 1840 entstanden Feilenfabriken, die alle Arbeitsgänge schrittweise mechanisierten. Die aus England übernommene Haumaschine erreichte die 4- bis 6-fache Leistung eines Handhauers, der mit Hammer und Meißel den Hieb anbrachte. Die Mechanisierung der Feilenherstellung führte nach und nach zum Ende der handwerklichen Feilenhauerei. Um 1970 wurden im Bergischen Land nur noch vereinzelt als Sonderaufträge Feilen von Hand gefertigt. Der Werdegang der Feile endet mit Sandstrahlen und Einölen. An der sogenannten Sandstrahlmaschine wird unter ständiger Wasserzufuhr feiner Sand auf die gehärteten Feilen geblasen. Auf diese Weise entfernt Willi Biesenbach die letzten Reste des Härtesalzes, die sich noch in den Hieben befinden. Später wird der Arbeiter die Feilen mit einem Rostschutzöl einreiben, um sie vor Korrosion zu schützen und in einem Wärmekanal trocknen. Dann können sie versandfertig verpackt und ausgeliefert werden. Die Feilenfabrik Elis bietet ein nahezu unverfälschtes, mittlerweile nostalgisches Bild bergischer Kleineisenindustrie.